Wer findet die Person? Findet wer die Person? Wer sucht die Person? Sucht wer die Person? Ich. Ich suche die Person. Wo finde ich sie? Durch Hörensagen und scheinbares Wissen kann der Glauben auftauchen, dass ich eine Person wäre, durch den Namen und die Geschichte und die Eltern und was auch immer. Doch wenn ich wirklich hinschaue und die Person finden will, was finde ich dann? Ich schaue hier so, sehe ich sowas wie Arme, kann ich sagen, Beine, einen Rumpf. Aber hör, eine Nasenspitze, eine Zungenspitze, da spüre ich irgendwie sowas wie lange Augen, Nase, aber das Gesicht dieser Person sehe ich gar nicht. Und wenn ich so nach innen schaue, Augen zu, was spüre ich da? Ich höre jetzt erstmal die Stimme, spüre den Atem. Irgendwie ist es ruhig hier drin. Doch nicht. Drinnen, draußen. Aber es ist keine Person hier zu finden. Nur möglicherweise die Idee davon und eine Erinnerung. Aber eigentlich existiert gar keine Person. Also ich bin gar keine Person. Ich bin... keine Ahnung, ich muss gar nicht wissen, wer ich bin oder was ich bin. Auf jeden Fall bin ich keine Person. Und nicht mal ein Mensch. Ich bin gar nichts, was man sich... Und der Körper hier, dass man jetzt sagt Körper, weiß man doch noch lange nicht, was der ist. Aus was besteht der Körper? Aus was besteht die Energie, die diesen Körper hier erscheinen lässt? Oder die Wahrnehmung, die den Körper hier wahrnimmt? Nicht, dass ich das hier wahrnehme. Erstaunen. Ist mal gut, so hinzuschauen und sich das anzuschauen, was man denkt, man wüsste und ob es wirklich so ist. Ist es wirklich so, wie ich denke oder glaube, dass es wäre? Oder ist es nicht nur eine Idee, etwas, was ich gehört habe, was ich gelernt habe, was ich danach sage, was ich wiederhole? Nur weil ich damit meine Unwissenheit überdecken will, dass ich gar nichts weiß, wer oder was ich bin, will ich nur übertünchen mit einer Idee von mir selbst, die aber auch nicht zufriedenstellend ist. Was bringt es, eine Idee über mich zu haben? Auf jeden Fall. Die Person ist ein Phantom, eine Fantasie, eine Idee, eine Geschichte, aber keine Wirklichkeit. Sie ist nicht zu finden. Und es gibt auch keinen, der sie finden könnte. Das ist auch toll. Wer könnte sie denn finden? Wer ist denn hier, um irgendwas zu finden? Und alles, was ich finden kann, werde ich wieder verlieren. Alles, was ich erkennen, wer könnte, die Erkenntnisse kann ich nicht mitnehmen. Wenn ich schlafe oder wenn ich sterbe, wenn hier der Transformation ist, wer nimmt dann die Erkenntnisse mit? Niemand. Braucht ja auch keinen. Oder? Oder auch nicht? Schau genau, wenn du mit dem nicht zufrieden bist, was du glaubst, schau dir an, ob es wirklich stimmt. Und wenn nicht, wenn du es nicht machen brauchst, dann ist doch auch wieder schön geschraubt. Bis immer und überall.